Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer Reborn XHD. Willkommen zu einem neuen FIFA 14 Video und zwar ein Squad Builder habe ich heute für euch. Ein 300.000 Coin Squad Builder, um genau zu sein. Ich fange jetzt auch mal direkt an, werde nicht mehr lange um den heißen Brei reden. Und ja, im Tor haben wir Joe Hart. Ihr könnt aber auch Adler benutzen, aber Joe Hart hat mir um Längen besser gefallen. Mit dem Chemistry Style Glove oder Glove oder wie man ihn auch immer ausspricht. Er gibt Hechten, Ballsicherheit und Positionsspiel dazu. Mit 1,96 ist er ziemlich groß und das ist für einen Torhüter natürlich immer ein Pluspunkt. Und die Werte finde ich auch sehr überragend, wobei Ballsicherheit könnte noch ein bisschen besser sein. Aber das hatte mich jetzt nicht gestört. In der linken Innenverteidigung haben wir Boateng von Bayern natürlich mit dem Chemistry Style Backbone. Er gibt Verteidigung, Kopfball und Passen hinzu. Ich habe alle Spieler mit Chemistry Style gekauft, deswegen muss nicht unbedingt sein, dass die wirklich passen. Aber mit 75 Tempo als Innenverteidiger ist das schon ziemlich schnell und dazu noch super Allround-Werte. Und ich habe hier jetzt die 83er Upgrade-Version, weil die mir wirklich deutlich besser gefällt als der normale. Als rechten Innenverteidiger haben wir Vincent Kompany mit dem Chemistry Style Sentinel. Auch er mit 73 Tempo für einen Innenverteidiger ganz schön schnell dabei. 86 Verteidigen richtig gut und 80 Kopfball ist auch richtig solide. Bei einer Größe von 1,92 geht das ganz gut klar. Der linke Verteidiger hier im Team ist David Alaba, ein Österreicher, natürlich von Bayern, mit 86 Tempo, 82 Dribbling, 77 Verteidigung und so weiter. Also richtig geile Allrounder, auch hier mit dem Chemistry Style Anchor, der gibt Tempo, Verteidigung und Kopfball, wobei Kopfball jetzt nicht so wichtig ist als Außenverteidiger, würde ich mal behaupten. Allerdings habe ich hier nicht das Upgrade, sondern die normale Version. Weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht das Geld hatte und ich weiß jetzt nicht, ob ich die verbesserte Version mal testen soll oder nicht, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hat die 81er Version mir super Dienste geleistet und ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Dann haben wir als rechten Verteidiger hier Widgets, richtig guter Spieler, 81 Tempo, okay, ist solide, also natürlich könnte der auch ein bisschen schneller sein, aber 81 Tempo geht, finde ich, ganz schön klar. 81 Verteidigen auch sehr gut, da die meisten Außenverteidiger ja nur was im Wert von 70 haben. Und dann noch 88 Kopfball bei einer Größe von 1,88, das ist echt heftig. Und wenn man sich mal die Ingame-Stats anguckt, hat er auch irgendwas bei 90 oder so mit Stärke. Und das ist natürlich richtig geil, da kann er richtig gut verteidigen mit. Und deswegen gefällt er mir einfach so gut. Hier noch Chemistry Style Guardian, da hat er ein bisschen Dribbling und ein bisschen Verteidigung mehr, wobei Dribbling ja nicht unbedingt so viel bringt als Verteidiger, aber naja, so gekauft. So, dann haben wir als ZM niemanden, sondern als ZOM und das ist Gerard. Ja, 83er Gesamtwertung, 67 Tempo ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber guckt euch mal ansonsten diese Allround-Werte an, die sind doch einfach nur genial. 84 Schuss, 86 Pass, 77 Dribbling, das könnte noch ein bisschen besser sein. Und dann noch gute Verteidigungs- und Kopfballwerte. Die Arbeitsraten sind auch ganz in Ordnung. Leider nur 3 Sterne Spezialbewegung. Aber naja, er dient auch mehr so ein bisschen für die defensive Arbeit. Deswegen habe ich ihn auch genommen, anstatt irgendwie Mesut Özil, der wahrscheinlich besser ins Team gepasst hätte. Aber okay, auch er hier mit dem Chemistry Style Maestro. Dazu bekommt er Dribbling, Schuss und Pass. Tempo wäre vielleicht nicht schlecht, aber ich habe ihn jetzt so. Dann haben wir als ZOM. Oh, als ZM. Ich habe mich jetzt wieder vertan. Als ZM haben wir Ilkay Gündogan von Borussia Dortmund mit 82 Tempo und so weiter. Auch wieder richtig geile Allround-Werte. Mit dem Chemistry Style Dead Eye hat er noch ein bisschen Schießen dazu bekommen und ein bisschen Passen, weil Tempo und alles passt, ja. Und ja, 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung, Hochmittelarbeitsraten, das ist einfach ein kompletter Spieler. Nur ich hätte ihn jetzt lieber als ZM gespielt, nur leider ging es jetzt hier nicht anders bei der Formation bzw. bei dem Team, deswegen musste ich ihn als ZOM spielen lassen. Als ZM haben wir aber jetzt Schweinsteiger mit einer 88er Bewertung und das ist echt übel. Auch die Arbeitsraten hoch sind ganz gut.
sein starker Fuß ist rechts, das ist ja eigentlich egal, so sag ich es mal, in dieser Position. Dann hat er auch wieder nur 3 Sterne schwacher Fuß und 3 Sterne Spezialbewegung, aber er ist ja eigentlich für die Defensivarbeit mehr oder weniger, deswegen ist es nicht so tragisch. Und wenn man sich mal diese Allround-Werte anguckt, das ist einfach nur göttlich. Natürlich bis auf das Tempo, aber da könnte man ihn auch noch einen Powerschub geben, aber naja. Auf jeden Fall, ob es jetzt defensiv ist oder offensiv, er kann überall mitspielen und überall seine Bestleistung zeigen. Hier Powerhouse der Chemistry Style, er bringt Verteidigen und Passen hinzu. Das war jetzt für mich so das wahrscheinlich Beste, würde ich mal sagen. Deswegen habe ich ihn auch so eingekauft. Und naja. Und auf den linken Flügel habe ich jetzt Reus mit einer 85er Bewertung. Meiner Meinung nach einer der besten Spieler in FIFA 14. Und wenn man sich die Werte allein schon anguckt, kann man das schon feststellen. 91 Tempo, 86 Schuss, 80 Passen, 86 Dribbling. 60 Kopfball ist jetzt nicht so gut, aber er ist immerhin 1,80 groß, 1,81 sogar. Er gewinnt da auch mal das ein oder andere Kopfballduell und ja. So, schwacher Fuß, hat er 4 Sterne, Spezialbewegung auch. Und was noch so geil ist, als linker Flügel ist er Rechtsfuß. Dann kann er auch mal in die Mitte ziehen und ein paar Tore schießen. So, als rechten Flügel haben wir Jesus Navas von Manchester City, Spanier. Auch ganz gute Werte, hat jetzt nicht so gut gespielt, so sage ich es mal. Aber die Werte sind gut, bis auf Schießen, naja, aber er ist dann mehr so der Flankengeber. Also er hat rechts ist sein starker Fuß und von da aus gibt er dann die Flanken an unseren Stürmer, den ihr gleich sehen werdet. Auch 4 Sterne Spezialbewegung, ganz solide, ganz in Ordnung, sogar sehr gut. 5 Sterne ist natürlich besser, aber was will man machen? Chemistry Style, Maestro, Dribbling, Schuss und Passen, etwas besser. Tempo braucht er ja nicht, hat er ja schon über 90 und ja. Jetzt kommen wir zu dem Stürmer und das ist meiner Meinung nach wirklich einer mit den besten Stürmern. So, jetzt habe ich es endlich in ganz FIFA 14. Natürlich muss ich dazu sagen, ich habe Ibrahimovic und Co. noch nicht getestet, zum Beispiel, oder Messi oder sonst wen. Aber von denjenigen, die ich mal gespielt habe, davon ist er wirklich der Beste, würde ich behaupten. Und das ist Robert Lewandowski. Ja, genau der. So Hammer mit dem Chemistry Style Hawk, der Tempo, Schuss und Kopf hinzugibt. 82 Tempo, 84 Dribbling, 78 Schuss ist wesentlich mehr. Wenn ihr mit dem spielt, werdet ihr selber erfahren. 64 Passen ist jetzt nicht so optimal, aber er ist Stürmer, von da aus ist es nicht so schlimm. Und 83 Kopfball, das heißt, dass man da auch mal richtig schön Kopfballtore machen kann. Sein starker Fuß ist rechts, das wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn er links wäre, naja, ist dann halt egal. Die Arbeitsraten sind auch ganz okay, vielleicht hoch gering wäre noch besser, aber naja. Schwacher Fuß 4 Sterne und Spezialbewegungen auch 4 Sterne, optimal und ja, einfach perfekter Stürmer, würde ich mal so behaupten. Das war das Team, das war dieser Squad-Builder für heute. Ihr könnt ja gerne eine Bewertung da lassen. Das war's von mir. Im Hintergrund werdet ihr jetzt noch ein paar Szenen Gameplay sehen von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Reborn XHD. Peace out. On you, dancing with all their moves. I wanna see you clubbing right.